Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema Hashed Timelock Contracts und Cross-Chain Atomic Swaps. Nun, was sind Cross-Chain Atomic Swaps? Lassen Sie uns dieses Konzept Schritt für Schritt aufschlüsseln. Cross-Chain heißt, dass zwei unterschiedliche Blockchains involviert sind. In unserem Beispiel werden die Bitcoin und die Ethereum Blockchain betrachtet. Natürlich können das auch andere Blockchain-Paare sein. Und Swap, das bedeutet den Austausch von Tokens oder Coins zwischen diesen Chains. Von der Ethereum Chain möchte man beispielsweise Ethers an eine Person schicken und von der Bitcoin-Blockchain möchte man Bitcoins an eine andere Person schicken. Und Atomic, das ist der vielleicht wichtigste Aspekt hier, bedeutet, entweder findet der Swap komplett statt oder wird komplett ungültig. Es gibt keine Zwischenstufe, bei der eine Partei ihre Assets behält und die andere nicht. Wenn der Swap irgendwo in der Mitte abbricht, wird alles rückgängig gemacht, zumindest in den meisten Fällen. Wir werden uns noch mit den Corner Cases beschäftigen. Und damit wird ein Trustless und Decentralized Austausch von Assets zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken ermöglicht. Lassen Sie uns ein konkretes Beispiel anschauen. Nehmen wir an, ich möchte ein Bitcoin gegen 37 Ethers tauschen. Das klingt zunächst nach einer einfachen Aufgabe. Schauen wir uns den traditionellen Lösungsansatz an. Der offensichtlichste Weg wäre die Nutzung einer zentralisierten Börse, auch Exchanges genannt. Beispiel dafür sind Binance, Bitstamp, Kraken oder auch früher FTX. Der Prozess läuft dabei wie folgt ab. Sie registrieren sich bei der Börse, Sie erhalten eine Einzahlungsadresse, Sie senden Ihre Bitcoin an diese Adresse, Sie führen den Handel durch und lassen sich wieder in Ethers auszahlen. Nun, was ist die Problematik? Dieser Ansatz bringt ein grundsätzliches Problem mit sich. Sie verlieren die Kontrolle über Ihre Vermögenswerte, über Ihre Assets. Sie müssen der Börse vertrauen, dass sie ihre Einzahlung korrekt verbucht, die Börse solvent bleibt, die Börse ihre Auszahlung auch tatsächlich durchführt, die Börse nicht gehackt wird und die Börse nicht betrügerisch handelt. Und sobald Ihre Kryptowährungen an eine zentralisierte Börse senden, haben Sie keine direkte Kontrolle mehr darüber. Sie sind auf das Wohlwollen und die Sicherheit der Börse angewiesen. Das mag zunächst theoretisch klingen, aber die Geschichte hat uns bereits mehrfach gezeigt, dass dieses Vertrauen missbraucht werden kann. Wenn wir über die Risiken zentralisierter Börsen sprechen, ist es wichtig zu verstehen, dass dies keine theoretischen Bedenken sind. Die Kryptogeschichte hat uns bereits mehrfach vor Augen geführt, wie real diese Gefahren sind. Es gab nicht nur den aktuellen Fall von FTX, sondern auch frühere Fälle wie Mt. Gox oder BTCe. Bei all diesen Fällen verloren die Nutzer die Kontrolle über ihre Vermögenswerte. Das heißt, sobald sie ihre Kryptowährung an eine Börse schicken, geben sie die direkte Kontrolle ab. Sie müssen darauf vertrauen, dass die Börse ihre Einzahlung korrekt verbucht. Und der Fall FTX hat uns erst kürzlich wieder deutlich gezeigt, wie schnell eine scheinbar seriöse und etablierte Börse zusammenbrechen kann. Viele Nutzer verloren von einem Tag auf den anderen den Zugriff auf ihre Vermögenswerte. In solchen Fällen besteht oft keine oder nur eine geringe Chance, die eingezahlten Gelder zurückzuerhalten. Interessanterweise liest man, dass die Schulden bei FTX mehr erhalten haben, als sie verloren haben. Das hängt damit zusammen, dass am Anfang der Liquidation der Fiat-Kurs der verlorenen Kryptowährung genommen wird und wenn der Konkursprozess mehrere Jahre dauert, dann können die Restwerte einer Kryptowährung in der Konkursmasse stark an Wert zunehmen
was dann wiederum bei der Auszahlung in Fiat umgerechnet wird. Und wenn der Kurs steigt, dann bekommt man plötzlich mehr Fiat. Aber bei FTX, wenn man zum Beispiel 1000 US-Dollar in Bitcoins gehabt hat und der Preis um das Vierfache ansteigt, hätte man Anrecht auf 4000 US-Dollar. Im Konkursprozess ist dies aber nicht der Fall und bei FTX gab es etwas mehr als 1000 US-Dollar. Und FTX war nicht die einzige Pleite. Die Geschichte von Mt. Gox, BTCe und jetzt FTX verdeutlichen ein grundlegendes Problem im Krypto-Ökosystem. Die Abhängigkeit von zentralisierten Vermitteln widerspricht eigentlich dem ursprünglichen Gedanken der Blockchain-Technologie, die ja gerade auf Dezentralität und direkte Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte abzielt. Und dies führt uns direkt zu der Frage, wie wir solche Risiken vermeiden können. Cross-Chain Atomic Swaps bieten hier eine elegante Lösung, da sie einen direkten, vertrauenslosen Austausch zwischen verschiedenen Blockchains ermöglichen. In der nächsten Folie werden wir uns den Mt. Gox-Fall im Detail anschauen, da dieser Fall besonders lehrreich ist und uns zeigt, warum dezentrale Lösungen so wichtig sind. Schauen wir uns Mt. Gox an. Mt. Gox, was viele nicht wissen, Mt. Gox stand ursprünglich für Magic the Gathering Online Exchange. Die Plattform wurde ursprünglich für den Handel von Sammelkarten konzipiert, bevor sie im Juli 2010 zu einer Bitcoin-Handelsplattform umfunktioniert wurde. Der Aufstieg von Mt. Gox war beeindruckend. Bis April 2013 entwickelte die Börse etwa 70% aller Bitcoin-Trades weltweit ab. Doch bereits im November 2013 zeigten sich erste Warnsignale. Nutzer berichteten von erheblichen Verzögerungen bei ihrer Auszahlung. Auffällig war auch, dass die Wechselkurse auf Mt. Gox deutlich von den anderen Handelsplattformen abwichen. Und die Situation eskalierte Anfang 2014. Am 7. Februar suspendierte Mt. Gox alle Bitcoin-Auszahlungen. Als Begründung wurde ein angeblicher Bug im Bitcoin-System angeführt. Die sogenannte Transaction Malleability. Dabei handelt es sich allerdings nicht wirklich um einen Bug, sondern um ein bekanntes Verhalten im Bitcoin-System, das mittlerweile auch behoben wurde. Und die Ereignisse überschlugen sich. Am 20. Februar wurden alle Auszahlungen gestoppt. Am 24. Februar der komplette Handel eingestellt und die Webseite zeigte nur noch eine leere Seite. Am 9. März 2014 meldete Mt. Gox schließlich Insolvenz an. Das erschreckende Ausmaß, 850.000 Bitcoins waren verschwunden. Die Geschichte geht aber noch weiter. Am 16. November 2021 wurde ein Rehabilitationsplan rechtskräftig. Von den ursprünglich verlorenen 850.000 Bitcoins wurden etwa 150.000 wiedergefunden. Und aktuell im Juli 2024 beginnt Mt. Gox mit der Rückzahlung von etwa 141.000 Bitcoins an ungefähr 20.000 Gläubiger. Und dies entspricht einem Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar beim aktuellen Bitcoin-Kurs von etwa 62.000 US-Dollar. Diese massive Auszahlung, die etwa 0,7% aller im Umlauf befindlichen Bitcoins entspricht, sorgt derzeit für einige Unruhe im Kryptomarkt, da unklar ist, wie viele der Gläubiger ihre Bitcoins sofort verkaufen werden. Dieser Fall zeigt exemplarisch die Risiken zentralisierter Börsen und verdeutlicht, warum dezentrale Lösungen wie Cross-Chain Atomic Swap so wichtig sind. Lassen Sie uns nun betrachten, welche weiteren Probleme bei zentralisierten Börsen auftreten können. Die Risiken bei zentralisierten Börsen gehen über den kompletten Verlust der eingezahlten Gelder hinaus. Ein weiteres gravierendes Problem ist, dass einige Börsen gegen ihre eigenen Kunden handeln, um ihr Handelsvolumen künstlich aufzublähen. Wenn wir uns den Wechselkurs verschiedener Börsen anschauen, fallen merkwürdige Eigenschaften auf. Es kommt vor, dass der Bitcoin-Kurs an einer Börse beispielsweise 9.500 Dollar liegt und während bei einer anderen
bei 9.300 Dollar gehandelt wird. Und solche Preisunterschiede sind eigentlich eine perfekte Gelegenheit für Arbitragehändler, da diese Differenz sofort ausgenutzt und damit ausgeglichen würde. Wenn diese Unterschiede jedoch über längere Zeit bestehen bleiben, ist dies ein Warnsignal. Und besonders auffällig sind auch bestimmte Handelsmuster, die auf manipulatives Verhalten hindeuten. Bei einigen Börsen wie Coinbase konnte man zum Beispiel ein auffälliges Muster von abwechselnden Kauf- und Verkaufsorder beobachten, immer im Wechsel grün-rot, grün-rot. Und solche regelmäßigen Muster sind in einem natürlichen Markt höchst unwahrscheinlich und deuten auf einen stark manipulierten Markt hin. Und dazu gibt es noch einen guten Link, den habe ich auf dieser Seite. Das ist bereits aus dem Jahre 2019, aber das zeigt, wie solche Börsen operieren. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Und eben, was es für Muster gibt, was gute Börsen sind, was schlechte Börsen sind, da gibt es verschiedene Beispiele, eine sehr gute Zusammenstellung hier in diesen Slides. Und der Grund für diese Manipulationen liegen oft darin, dass Börsen ein möglichst hohes Handelsvolumen nach außen präsentieren wollen. Je höher das Handelsvolumen einer Börse erscheint, desto attraktiver wirkt sie auf einen potenziellen neuen Kunden. Ein hohes Handelsvolumen suggeriert eine hohe Liquidität, was natürlich Händler anzieht. Und daher haben einige Börsen ein Interesse daran, ihren tatsächlichen Handelsvolumina durch künstliche Trades aufzublähen. Und sie handeln quasi gegen ihre eigenen Kunden, um bessere Zahlen vorweisen zu können. Diese Praktiken zeigen, dass selbst wenn eine Börse nicht komplett zusammenbricht, wie Mt. Gox, sie dennoch gegen die Interessen ihrer Kunden handeln kann. Dies ist ein weiterer wichtiger Grund, warum wir dezentrale Lösungen wie Cross-Chain Atomic Swaps benötigen, bei denen kein Vertrauen in eine zentrale Instanz erforderlich ist. Nach all diesen problematischen Beispielen mit zentralisierten Börsen kommen wir nun zu einer möglichen Lösung, den Atomic Swaps. Der entscheidende Vorteil ist, dass bei Atomic Swaps kein Vertrauen in eine zentrale Plattform mehr nötig ist. Wir sprechen hier von einer Non-Custodial-Lösung. Das bedeutet, dass Sie Ihre eigenen Coins niemals aus der Hand geben. Und schauen wir uns das anhand eines Beispiels an. Auf der einen Seite haben wir die Bitcoin-Blockchain, auf der anderen Seite die Ethereum-Blockchain. Und anstatt Ihre Vermögenswerte an eine zentrale Börse zu senden, können Sie direkt mit Ihrem Handelspartner interagieren und diese Transaktionen finden direkt zwischen den Benutzern statt, ohne dass ein Vermittler dazwischen geschaltet ist. Und der große Unterschied zu einer zentralisierten Börse ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten. Es gibt keinen Mittelsmann, der ihre Coins verwahrt oder verwaltet. Sie müssen niemandem vertrauen, dass er mit ihren Vermögenswerten sorgfältig umgeht oder sie nicht missbraucht. Und der gesamte Prozess wird durch Smart Contracts gesteuert, die sicherstellen, dass entweder beide Parteien ihre gewünschten Assets erhalten oder die Transaktion komplett rückgängig gemacht wird. Und dies eliminiert das Gegenparteirisiko, das bei zentralisierten Börsen besteht. Nicht ganz, wir kommen dazu später noch. So, nun werden wir uns in den nächsten Folien anschauen, wie dieser Swap technisch funktioniert. Und zwar schauen wir uns die Building Blocks an. Das erste ist die Hashing-Funktion oder das kryptografische Hashen. Lassen Sie uns zunächst diese wichtige Eigenschaft anschauen. Eine kryptografische Hash-Funktion ist eine Einwegfunktion. Das bedeutet, sie ist in eine Richtung sehr einfach zu berechnen. Man kann also aus beliebigen Eingabedaten effizient einen Hash-Wert erzeugen.
Die Gegenrichtung hingegen, also aus dem Hashwert die ursprünglichen Daten zu rekonstruieren, ist rechnerisch extrem aufwendig und praktisch nicht durchführbar. Ein gutes Beispiel dafür ist das Mining bei Bitcoin. Hier suchen die Miner nach einer partiellen Hash-Kollision, was enorme Rechenleistung erfordert. Und dies verdeutlicht, wie schwierig es ist, von einem Hashwert auf die Eingabendaten zurückzuschließen. Zwei weitere Eigenschaften einer kryptografischen Hash-Funktion sind ihr Determinismus und ihre Kollisionsresistenz. Deterministisch heißt, dass die gleichen Eingabewerte immer zu gleichen Hash-Wert führen, und die Kollisionsresistenz besagt, dass es extrem schwierig ist, zwei unterschiedliche Eingaben zu finden, die zum gleichen Hash-Wert führen. Und wenn Sie diese Konzepte praktisch nachvollziehen möchten, dann können Sie auf der Webseite hier unten können Sie die Eingaben kurz ausprobieren, und dort sehen Sie, wie schnell ein Hash berechnet wird und wie sich der Hashwert auch bei einer kleinen Änderung der Eingabe komplett verändert. Hier das Beispiel, hier unten der Hashwert, und beim Zurückrechnen können wir uns ebenfalls anschauen, das ist hier mein, hier suchen wir die ersten vier Zahlen, dass die auf 0 gesetzt sind, das heißt, hier gebe ich etwas an und nun versuche ich eine partielle Hash-Kollision zu erreichen. Das habe ich nach 48.000 Mal diese Hash-Funktion ausführen, habe ich dann einen Wert gefunden, der mir hier sogar 5 Stellen als 0 hat. Ich kann das nochmals probieren, das dauert jetzt ein bisschen länger, 155.000 Mal habe ich diese Funktion jetzt, diese Hash-Funktion aufgerufen, damit eben hier eine Zahl rauskommt, wo vorne 4 Nullen stehen. Und diese Eigenschaft der Hash-Funktion, die sind fundamental für die Sicherheit von Hash-Time-Lock-Contracts und damit auch für Cross-Chain-Atomic-Swaps. Und gehen wir am besten zur nächsten Folie und schauen uns weitere Building Blocks an von Hash Time Lock Contracts. Das heißt, schauen wir uns an, wie nun die Hash Lock oder wie ein Hash Lock funktioniert. Und zwar ein Hash Lock funktioniert folgendermaßen. Es wird zunächst ein gehashtes Geheimnis, also ein Secret, in einem Smart Contract öffentlich gespeichert, also das gehashte Secret wird gespeichert, um den Contract dann freizuschalten und die darin enthaltenen Vermögenswerte zu erhalten, muss das ursprüngliche Geheimnis öffentlich preisgegeben werden. Lassen Sie uns das anhand eines konkreten Codebeispiels betrachten. Das ist ein Solidity Smart Contract. Und hier haben wir die Funktion Redeem. Das heißt, wenn wir aus diesem Contract nun den Transfer ausführen möchten, dann müssen wir die folgenden Requirements erfüllen. Das ist das erste Requirement, dass es nicht die Nulladresse ist. Und das zweite Requirement muss sein, dass das gespeicherte Hashed Secret hier gleich ist mit dem Secret, das wir hier mitgegeben haben, und das nochmals hashen. Das heißt, wenn dieser Vergleich richtig ist, kann man diesen Transfer hier unten ausführen. Die Besonderheit dabei ist, das ursprüngliche Secret kennt zunächst nur eine Partei, aber sobald es zur Freischaltung verwendet wird, wird es öffentlich sichtbar. Und diese Eigenschaft ist entscheidend für die Funktionsweise von Atomic Swaps, die wir uns später noch ansehen werden. Und der Hashlock ist also wie ein digitales Schloss, das nur mit einem korrekten Geheimnis geöffnet werden kann. Und sobald es geöffnet wird, wird das Geheimnis für alle auf der Blockchain sichtbar. Und nach dem Hash Lock kommen wir noch zum zweiten wichtigen Baustein der Hashed Time Lock Contracts, dem Time Lock. Und dieser Mechanismus erweitert das Konzept des Hash Locks um eine zeitliche Komponente. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, einen solchen Contract aufzulösen. Und die erste Option bleibt
wie beim Hashlock, der Secret oder das Secret wird öffentlich preisgegeben und wenn es mit dem entsprechenden gespeicherten Hash übereinstimmt, werden die Vermögenswerte freigegeben. Allerdings muss dies jetzt innerhalb eines bestimmten Zeitfensters geschehen. Die zweite Option tritt in Kraft, wenn dieses Zeitfenster abgelaufen ist, das heißt nach Ablauf des festgelegten Timeouts kann eine Recovery-Funktion aufgerufen werden. In unserem Solidity-Code sehen wir, dass in der Recovery-Funktion diese überprüft, ob die festgelegte Zeitsperre, die Lock-Time, abgelaufen ist, indem sie mit der aktuellen Zeit vergleicht. Das machen wir hier. Wir haben das Require wieder, wir haben die Lock-Time gespeichert und vergleichen sie mit jetzt. Ist das der Fall, werden die Vermögenswerte an den ursprünglichen Sender zurückgeführt. In der praktischen Implementierung überprüft der Smart Contract also zwei Dinge. Zum einen, ob das korrekte Secret bereitgestellt wurde und zum anderen, ob die Transaktion innerhalb des definierten Zeitfensters stattfindet. Läuft diese Zeit ab, ohne dass das korrekte Secret eingereicht wurde, werden die Vermögenswerte dann zurücktransferiert. Und diese Kombination aus Hashlock und Timelock ist essentiell für die Sicherheit von Atomic Swaps. Sie stellt sicher, dass keine Partei ihre Vermögenswerte verlieren kann, mit einer Ausnahme, dazu komme ich noch, selbst wenn die andere Partei nicht kooperiert oder technische Probleme auftreten. Im schlimmsten Fall erhält jeder nach Ablauf der Zeitsperre seine ursprüngliche Assets zurück, eben mit dieser Ausnahme. Nachdem wir die Implementierung von Hashed Timelock Contracts in Ethereum mit Solidity gesehen haben, schauen wir uns an, wie das Gleiche mit der Bitcoin-Blockchain umgesetzt wird. Auch hier, wenn die Syntax anders aussieht, bleibt das grundlegende Konzept das Gleiche. In der Bitcoin-Blockchain verwenden wir dazu spezielle Bitcoin-Opcodes. Der Code mag für den ersten Blick etwas kryptisch erscheinen, aber er implementiert genau die gleiche Logik wie unser Ethereum Smart Contract. Schauen wir uns die beiden Hauptzweige an. Der erste Zweig ist unser Hashlock und hier wird überprüft, ob das bereitgestellte Secret die korrekte Größe hat und ob sein Hash mit dem gespeicherten Hashwert übereinstimmt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden die Bitcoins an Bob übertragen. Und dies entspricht dem Erfolgsfall, bei dem das korrekte Secret rechtzeitig bereitgestellt wurde. Der zweite Zweig implementiert den Timelock mittels des OP Checklock Time Verify Opcodes. Wenn die festgelegte Zeit abgelaufen ist, können die Bitcoins zurück an Alice übertragen werden. Dies ist unser Sicherheitsmechanismus für den Fall, dass Bob das Secret nicht rechtzeitig preisgibt. Und die gesamte Konstruktion ist also ein HTLC, ein Hash Timelock Contract. Bob erhält die Bitcoins nur dann, wenn er das korrekte Secret kennt und es rechtzeitig einreicht. Andernfalls gehen die Bitcoins automatisch an Alice. Und damit haben wir nun alle technischen Bausteine zusammen, die wir für ein Atomic Swap benötigen. Und in der nächsten Folie werden wir sehen, wie wir das mit dieser Komponenten nutzen können, um einen sicheren, vertrauenslosen Austausch zwischen Alice und Bob durchzuführen. Gut, starten wir mit Alice und Bob. Alice möchte ein Bitcoin gegen 37 Ethers tauschen, ohne einander oder einer dritten Partei vertrauen zu müssen. Und wie dieser Prozess genau funktioniert und welche Schritte dafür notwendig sind, sehen wir in den nächsten Folien. Das heißt, Alice tritt dabei als Initiatorin auf und erstellt zunächst ein zufälliges Secret. Dieses Secret wird gehasht und teilt nur den Hashwert mit Bob. Und das ursprüngliche Secret behält Alice für sich. Bob kennt also zunächst nur den Hash. Und das ist ein entscheidender Schritt, denn beide Parteien können nun alle Transaktionen auf beiden Blockchains beobachten. Sowohl Alice als auch Bob haben Clients für Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk und können somit alle relevanten Transaktionen verfolgen.
Alice hat also das Secret erstellt, es gehasht und Bob zur Verfügung gestellt. Der Hashwert wird die Grundlage für die HDLCs bilden, die wir im nächsten Schritt erstellen werden. Bob kann zwar den Hashwert sehen, aber ohne das ursprüngliche Secret kann er noch keine Vermögenswerte bewegen. Die eigentliche Durchführung des Atomic Swaps läuft nun wie folgt ab. Alice erstellt zunächst ein Hashed Time Lock Contract auf der Ethereum Blockchain. In diesem Smart Contract legt sie ihre 37 Ethers und setzt ein Timeout von 12 Stunden. Der Contract enthält den Hash des Secrets und die Bedingung, dass die Ethers nur durch Vorlage des korrekten Secrets freigegeben werden können. Bob kann nun auf der Ethereum Blockchain sehen, dass Alice die 37 Ethers in den Contract eingezahlt hat. Er hat jetzt 12 Stunden Zeit zu reagieren. Wenn er nichts unternimmt, kann Alice noch 12 Stunden ihre Ethers wieder zurückholen. Sie geht hier also tatsächlich kein Risiko ein. Und Bob reagiert nun, indem er auf der Bitcoin-Blockchain ebenfalls ein Hashtime-Log-Contract erstellt. Er verwendet denselben Hash wie Alice, legt seine Bitcoins rein, setzt aber eine kürzere Zeitsperre von zum Beispiel 3 Stunden. Wenn Alice das Secret nicht innerhalb dieser 3 Stunden preisgibt, bekommt Bob seine Bitcoins zurück. Wichtig hier ist die Asymmetrie der Timeouts. Bobs Zeitsperre ist kürzer als die von Alice, damit er genug Zeit hat, nach Preisgabe des Secrets durch Alice auch ihre Ethers zu beanspruchen. Und diese Zeitabstände sind entscheidend für die Sicherheit des Protokolls. Und nun kommt der entscheidende Moment im Atomic Swap. Alice sieht, dass Bob seine Bitcoin in den Hash-Time-Lock-Contract eingezahlt hat. Sie weiß, dass sie durch die Preisgabe des Secrets den Bitcoin erhalten kann. Also veröffentlicht sie das Secret in einer Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain und kann damit Bitcoins aus Bobs Hash-Time-Lock-Contract freischalten. In dem Moment, wo Alice das Secret preisgibt, wird es öffentlich auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain sichtbar. Bob, der ja beide Blockchains beobachtet, sieht sofort das veröffentlichte Secret auf der Bitcoin-Blockchain und mit diesem Secret kann er nun auch Alices Hash-Time-Lock-Contract auf der Ethereum-Blockchain entsperren und so sich seine 37 Ethers überweisen. Der Swap ist somit erfolgreich abgeschlossen. Alice hat jetzt ein Bitcoin erhalten und Bob hat seine 37 Ethers bekommen. Der gesamte Austausch erfolgte ohne Vertrauensvoraussetzungen, ohne Mittelsmann. Beide Parteien hatten zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über ihre Assets und durch die geschickte Verwendung der Zeitschlösser war der Prozess für beide Seiten sicher. Nun betrachten wir den schlimmstmöglichen Fall von einem Atomic Swap und dieser betrifft interessanterweise Bob. Was passiert, wenn Bob offline geht und die Transaktion auf den Blockchains nicht mehr beobachten kann? Also die Ausgangssituation ist wieder gleich wie zuvor. Alice hat 37 Ethers mit einem 12 Stunden Timelock eingezahlt. Bob hat ein Bitcoin mit einem 3 Stunden Timelock hinterlegt und nun nehmen wir an, Bobs Computer wird sabotiert, er verliert seine Internetverbindung oder kann aus anderen Gründen die Blockchain-Transaktion nicht mehr verfolgen. Das heißt, er bekommt das Secret nicht mehr mit. Und in diesem Szenario könnte Alice das Secret auf der Bitcoin-Blockchain veröffentlichen und sich so den Bitcoin holen. Bob, der offline ist, bemerkt das nicht. Er kann nicht sehen, dass das Secret veröffentlicht wurde und verpasst damit die Gelegenheit, die 37 Ethers zu beanspruchen. Und nach Ablauf der 12 Stunden kann Alice dann auch ihre Ethers zurückholen. Und das Ergebnis wäre, dass Alice sowohl den Bitcoin als auch ihren ursprünglichen Ether hat, während Bob leer ausgeht.
Das ist der einzige Fall, in dem eine Partei tatsächlich Verlust erleiden kann. Um sich dagegen zu schützen, können sogenannte Watchtowers eingesetzt werden, Dienste, die gegen eine kleine Gebühr die Blockchain-Transaktion für Bob überwachen und im Notfall reagieren können. Nun, wir haben gesehen, dass Hash-Timelock-Contracts eine elegante Lösung für das Problem des vertrauenslosen Austausches von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains bietet. Und die Kombination von Hashlocks und Timelocks ermöglichen nicht nur Atomic Swaps, sondern bilden auch die Grundlage für komplexere Anwendungen wie Payment Channels, die wir dann als nächstes behandeln werden. Und die Stärke von Hash-Timelock-Contracts liegt in der Fähigkeit, Transaktionen ohne Vermittler durchzuführen und dabei die Sicherheit der Beteiligten durch kryptografische Beweise und zeitliche Beschränkungen zu gewährleisten. Selbst im schlimmsten Fall, wenn eine Partei ausfällt oder nicht kooperiert, kann ein Mechanismus dafür sorgen, dass zumindest keine Vermögenswerte verloren gehen können, wenn man so einen Watchtower zum Beispiel einsetzt. Und halt eben mit dieser Ausnahme, wenn das dann tatsächlich passiert, wenn niemand, also wenn Bob jetzt nicht auf die Bitcoin-Blockchain hört, dann kann es vorkommen, dass Alice beide Kryptoassets behält und Bob leer ausgeht. Das ist der Worst Case und den muss man natürlich immer berücksichtigen.